Ah nee, ist klar, ey. Direkt so ein scheiß Biest auf meine Scheibe geklatscht. Mahlzeit, meine Eierköpfe. Hier ist wieder euer Wolf vom Dienst. Oh, heute schönes Wetter. Letzter Tag vom Urlaub. Ein bisschen ausnutzen. Es ist richtig windig heute. Hätte ich nicht gedacht. Relativ warm. Aber der Wind ist doch noch ein bisschen frisch. Egal, das hält mich nicht ab. Oh, schöner alter Mercedes. Schaut euch den noch an. Geil. Das wäre auch was für mich. Boah, habe ich mir eine richtige Kackstrecke hier ausgesucht. Mann. Auf so ein Enduro hätte ich auch mal Bock. Da kann man richtig gut Wheelies mit üben. Die ich jetzt mit meiner Set nicht machen wollen würde. Ah jo, hier habe ich auch schon mal getankt. Weiß ich wieder, wo ich bin, ungefähr. Warum bremsen die so behindert? Weiß ich nicht. Gefällt. Zentrum Gartenstadt. Fahren wir mal da lang. Ich wollte nach Forstwald. Wie komme ich denn dahin? Oerdingen. So, ich bin wieder zurück. Da seht ihr mein gutes Stück. Ich habe sie Wilma getauft. Meine gute alte Z750. Ich denke mal, ihr werdet sie sicher schon gesehen haben. Ich habe ja schon ein paar Bilder davon gemacht. Ich habe auch einen Instagram-Account. Scorpedius schimpfe ich mich da. Genauso wie bei YouTube auch. Könnt ihr mir gerne folgen. Da kommen stetig neue Bilder von der Maschine. Und auch von anderen Maschinen, die ich dann mal fahre. Oder die in meinem Umfeld einfach mal so durch die Gegend eiern. So, was kann ich dazu sagen? Die habe ich jetzt ja ein gutes halbes Jahr. Das war früher immer meine Traummaschine. Ich meine, jetzt ist es schon ein altes Schätzchen. Ich weiß noch früher, 2004, 2005, wo ich das erste Mal dieses Rücklicht gesehen habe. Boah, war das geil, ey. Da habe ich mich so drin verliebt. Weil irgendwann habe ich die auch. Ja, guck mal, jetzt bin ich schon über 30. Ich habe schon so viele Motorräder gehabt, so viel Geld rausgeschmissen. Ich hätte schon längst so eine haben können. Ich hätte auch schon längst, wenn man das ganze Geld mal zusammenrechnet, auch schon, ach, eigentlich auch schon eine neue Z haben können. Aber ich wollte unbedingt die haben. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Das ist das Motorrad, was ich immer haben wollte. Und jetzt habe ich sie. Ja, was habe ich verändert? Vorher hatte die goldene Akzente. Die hatte so einen goldenen Streetbar drauf. Also einen goldenen Lenker.
Der war aber auch schon ausgeblichen. Fand ich nicht mehr so geil. Und deswegen habe ich mir einfach einen schwarzen Superbike-Lenker. Fand ich, passt sowieso besser zu der Maschine, wenn sie ganz schwarz ist. Rote Rhizoma, Griffe und Lenkerenden habe ich mir gegönnt. Andere Spiegel, da war sogar noch die Originalen drauf. Ja, die Felgenaufkleber, also die Felgenringe, da waren goldene drauf. Ich kann da mal eben ein Bild reinsetzen, wie sie aussah. Wo ich sie gekauft habe. War auch nicht schlecht, aber es war nicht so meins. So schwarz-rot finde ich passt am besten. Oh, was ich gerade sehe. Da war auch ein anderer Tankpad drauf. Den habe ich bei Amazon, glaube ich, bestellt. Da geht schon wieder ab. Also absoluter Schrott. Da muss ein neuer drauf. Aufpolieren muss ich sie wieder. Die Maschine sehe ich gerade. Ansonsten steht sie echt gut im Saft. Ein Shark Street GP Auspuff in Carbon. Hat einen verdammt, verdammt guten Sound. DB Killer ist drin. Jetzt habe ich kein Werkzeug dabei. Mache ich beim nächsten Mal. Hole ich den raus und dann könnt ihr mal hören. Ja, was mir schon direkt gut gefallen hat, dass ein Bugspoiler dran war. Ich finde, ohne sehen die, da fehlt was. Ist da kein Bugspoiler drauf, fehlt da was. Meiner Meinung nach. Ansonsten steht es richtig gut da. Ah ja, genau, die Ständeraufnahmen, die habe ich auch rot gemacht, wie man hier unten sehen kann. Ich gehe mal näher dran. Die waren natürlich auch in Gold. Ah, schon Matsch dran. Bleibt nicht aus. Das hier, was auch so einen goldenen Touch hat oder wie man die Farbe nennt, die Motordeckel, das werde ich auch noch irgendwann schwarz machen. Spätestens wenn ich nächstes Mal Ölwechsel mache, dann bietet sich das an. Und im Großen und Ganzen sehr viel verändern möchte ich gar nicht mehr. Kommen ein paar Aufkleber drauf. Aber jetzt nicht viel, so dieses ganze Stickerbomb oder. Da kommt dann mein Logo drauf, was ich auf Instagram habe. Und was ich auch in YouTube habe. Ey, das ist auch eine Z. Ja, fahren richtig viele Zs rum. Finde ich richtig schön. Sind auch irgendwie die geilsten Motorräder. Aber es ist auch immer Geschmackssache. Ich mag viele Motorräder. Ja. Ach so, was ich zuletzt gemacht habe, das hatte ich im Z1000 Forum gesehen, dass das einer gemacht hatte. Den Anlasser verklettet. Und wer mich auf Instagram verfolgt, da habe ich das nämlich gepostet. Da habe ich einfach so eine Rockstar-Dose in rote zerschnitten. Hier habe ich Boden und Deckel abgeschnitten. Habe dann eine Seite, also die Rückseite, einmal aufgeschnitten längs. Und dass das danach ein riesiges Stück Papier war. Und das biegt sich dann ja automatisch. Ich habe das ausgemessen. Hier diesen Innenmaß davon. Und ja, einfach zurechtgeschnitten, drüber gelegt. Und hat sich dann direkt rumgelegt. Also von alleine rumgelegt. Ja, ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf. Und das war's dann schon. Hält jetzt auch schon. Ja, ein paar Kilometerchen. Lass mal nochmal hören, die Maschine. Ich meine, man hört es sowieso, wenn ich fahre. Aber jetzt, na gut, es ist echt windig hier draußen. Ich weiß nicht, ob die GoPro das gut aufnehmen kann. Keine Bullen? Nein, gut. Ah, und das mit DB Killer, ey, das ist schon verdammt laut. Ich habe den mal rausgehabt. Es war nicht viel lauter, es war ein bisschen brummiger, glaube ich. Aber so viel Unterschied war da nicht. Gut, dann verabschiede ich mich. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Da ist sie, die kleine Wilma. Mich macht sie happy, ich hoffe euch auch. Ich habe einen Spaß damit, das ist die Hauptsache. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.